Alexi. Bexi. Nam, 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 nam. Na ihr, und willkommen zu einem neuen Review meinerseits. Es ist ein entspanntes Review, glaube ich, heute. Mit eines der entspanntesten Reviews, die es wahrscheinlich bisher bei mir gab. Denn dieses Review kann völlig ohne Druck entstehen. Warum völlig ohne Druck? Weil scheinbar dieses Gerät keine Sau haben will. Denn es ist noch in allen Apple Stores zu Genüge vorhanden, in allen Variationen, bis auf die teuerste. Die ist mittlerweile fast überall ausverkauft, aber who knows, vielleicht ist es heute auch schon wieder anders. Naja, einen wirklich großen Unterschied scheint dieses Produkt ja nicht zum Vorgänger zu machen. Oder doch? Das wollen wir heute gemeinsam mal herausfinden. Ihr seht also, heute geht es um das Thema iPad Air. Vor mir liegt also das iPad Air in Schwarz bzw. in Space Gray mit 16 GB und LTE, so wie ihr also die Box auch überall im Laden bekommen könnt. Deswegen vielen Dank nochmal an dieser Stelle an niemanden für Shit! Ihr seht also vorne das Produktfoto mit iPad Air, jetzt dünner und anders. Jo, ich musste nochmal eben einen harten Schnitt einbauen, da meine Kamera sich dazu entschieden hatte, einmal kurz umzufallen, und das war etwas gruselig. Naja, jetzt wieder zurück. Also, das ist also die Packung, wie ihr sie im Laden bekommen könnt. Das heißt, direkt im Store oder in allen bekannten einschlägigen Elektrofachmärkten oder vielleicht sogar bei irgendwelchen billigen Chinesenhändlern im Internet. Das ist also das Produktbild auf der Vorderseite. Oberseite Apple-Logo, linke Seite iPad Air. Nein, rechte Seite, Unterseite Apple-Logo und linke Seite iPad Air. Auf der Rückseite wieder Nummern, die kein Mensch sehen darf. Und ein bisschen Blabla. Enthält iPad Air, Lightning auf USB-Kabel, USB-Power-Adapter und Schlüssel. Kommen wir gleich zu. Und dann schauen wir noch mal rein. Erinnert sich noch jemand an die Zeiten, als es hier bei den Apple-Verpackungen auf der Oberseite eine Art Samt auf der Innenseite gab? Das war schön. Gibt's auch nicht mehr. Tja, schade. Dann haben wir also das Produkt an sich, das schauen wir uns gleich mal an. Und darunter obligatorisch der gleiche Kladderadatsch. Ein bisschen Papier, Pin für die Nano-SIM, Anleitung für Nano-SIM-Pin, die Apfelsticker, iPad-Info, Englisch, Polnisch, Tschechisch, Deutsch. Prichtig, ob sie, ob durch, ob die Tracker-Karte Nano-SIM. Dann packen wir das wieder ein. Und darunter natürlich obligatorisch Lightning-Kabel, USB, die kurze Variante und der Wall-Socket für Stream-Power-Satzen, also der Netzstecker, das Netzteil. Das Lightning-Kabel und iPad zum Anschließen und Aufladen. Woo! Das kommt dann also erstmal beiseite. Das iPad. iPad Air. Alter Air, iPad Air. Ja. Im Vergleich dazu habe ich leider kein iPad da, wo man das mal mit gegenlegen könnte. Aber obwohl doch, ich habe hier was. Ah, Moment. Das hier ist das neueste iPad Air und das hier ist iPad Generation 1. Erinnert ihr euch noch? Ist das nicht schön? Und es funktioniert sogar noch. So war das mal. Schau mal von der Seite. Guckt euch das mal an. Wahnsinn, oder? So viel zum Exkurs. iPad ganz neu, iPad Nummer 1 ganz alt. Das iPad im Detail an das iPad Air. So, ich hoffe, meine Kamera fährt nicht schon wieder um. Nein, bisher sieht es gut aus. Und ihr seht das Licht und die Kamera, aber das macht nichts. Höhe bei 240 mm, also 24 cm, ist etwa gleich geblieben. Denn im Vergleich dazu, das iPad 2, was ja bei Apple immer noch verfügbar ist, sind es von der Höhe 241 mm, also 24,1 Zentimeter. Wahnsinn, oder? Breite 170 ist natürlich deutlich kleiner geworden. Und von der Tiefe her sind es jetzt, also von der Dicke, 7,5 mm. iPad 2 da im Gegensatz hat noch 8,5 mm. Es sind unglaubliche 1 mm, die weggefallen sind. Und zum Gewicht natürlich ganz klar, es sagt ja schon der Name, iPad Air, sind es 469 bzw. 480 Gramm etwa, je nach Version, also ob es nur Wi-Fi ist oder auch die Version mit LTE, richtig, mit LTE 3G. Klassisch wie immer die Vorderseite in Schwarz gehalten, auf der Oberseite die FaceTime-Kamera. Unterseite der Home-Button, natürlich ohne Touch-ID, denn das iPhone 5S braucht ja noch so sein Verkaufsargument, beziehungsweise die nächste iPad-Generation braucht ja auch wieder ein Verkaufsargument, dass das Ganze sich auch lohnt. Hier sind es 1,2 Megapixel und einer Videoauflösung von maximal 720p, aber natürlich rückseitige Belichtung des Sensors, das heißt, hier ist die Qualität in Anführungszeichen auch etwas besser geworden. Je nach Lichtsituation ist es dann auch bemerkbar. Oberseite wie immer der 3,5 mm Klinkenstecker für Kopfhörer-Headset, dann hier die Plastiklasche für das mobile Datenmodul und der Power- bzw. Standby-Button. Auf der rechten Seite klassischerweise wieder der Stummschalter bzw. die Regelung für Rotation, dann die Lautstärke-Wippe, also Lautstärke-Tasten lauter leiser und gleichzeitig natürlich auch der Auslöser für die Kamera, dann hier das Slot für die Nano-SIM.
auf der Unterseite. Lautsprecher, Lightning-Anschluss, fertig. Wobei bei den Lautsprechern finde ich witzig, die scheinen auch unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Denn wenn man sich Musik anhört oder ein Video schaut und man hält eine Seite zu, ist die Stimme klarer, als wenn ich diese Seite zuhalten würde. Vielleicht haben die hier tatsächlich Höhen, Tiefen, Mitten, Tiefen getrennt. Aber who knows, das ist jetzt mein erster Eindruck. Der Sound klingt blechern gegenüber Vorgängergeneration oder gegenüber beispielsweise dem iPhone 5, 5S oder 5C. Frage ist natürlich, wie kann ein Sound auch voluminös klingen, wenn das eigentlich nur ein bisschen Gehäuse dahinter ist und Akku und mehr nicht, weil die ganze Technik des iPads befindet sich eigentlich nur auf einer Seite. Eine Art iPhone in groß mit viel Akku, wenn man so will. Auf der linken Seite nix und auf der Rückseite haben wir Logo, ein bisschen Schrift. Und natürlich die EyeSight-Kamera, also die rückseitige Kamera mit Blende 2,4 und 5 Megapixel und 1080p Videofunktion. Natürlich ohne Slow Motion. Was ist da denn passiert? Immer noch die 5 Megapixel Kamera drin? Ja, die 5 Megapixel Kamera ist immer noch drin. Ach ja, nicht zu vergessen natürlich der umlaufende Rahmen. An allen Seiten, der variiert natürlich je nach Modell, denn es gibt wie immer das iPad in Weiß, in Schwarz, 16 GB, 32 GB, 64 GB und 128 GB. Das Display ist natürlich gleich geblieben. Es sind immer noch die 9,7 Zoll, also von der Diagonale 246 mm, mit einer Auflösung von 2084x1536 Pixel. Das entspricht einer Pixeldichte von genau 264 Pixel pro Zoll. Mit einem Klick auf den Home-Button offenbart sich also iOS 7. Ich will keinen Test zu iOS 7 machen, aber wir können uns natürlich auch in diesem Zuge uns mit einem kleinen Sneak Peek die überarbeiteten Apps anschauen, wie Numbers, Pages, iMovie, iPhoto und Keynote, beziehungsweise GarageBand gehört auch noch dazu, damit ihr schon mal im Vorfeld wisst, wie das Ganze denn auf dem iPad mit iOS 7 aussehen kann. Sprechen wir noch ein bisschen über das, was jetzt in dem iPad drin ist, was man nicht sofort sehen kann. Also zu der Technik. Es ist natürlich mit dabei eine überarbeitete CPU, und zwar der klassische Apple A7 mit einer Quad-Core-Grafikeinheit. Und der A7 ist ja eine ARM-Version, also ARM-V8-basierende Version mit 1,4 GHz Dual-Core mit einer 64-Bit-Architektur. Das ist ein sogenanntes System on a Chip. Und trotz 64 GB hat Apple hier gerade mal 1 GB Arbeitsspeicher verbaut. Schade auch. Kommuniziert wird mit dem iPad Air natürlich klassischerweise mit Bluetooth 4.0. Alle Wi-Fi-Standards, alle LTE und mobile Datengeschichten. Und neu ist ja das sogenannte MIMO, also Multiple In, Multiple Out. MIMO ist im eigentlichen Sinne die Nutzung von mehreren Empfangs- bzw. von mehreren Sendeantennen. So können mehrere Bit pro Sekunde pro genutzter Herzbandbreite genutzt werden. Ja, Achtung, sehr technisch. Das heißt also, theoretisch sind so bis zu 300 Megabyte pro Sekunde möglich, so wie es Apple ja auch auf der Webseite offiziell bewirbt, in der Theorie. Aber das Ganze funktioniert nur auf dem N-Standard, auf dem WLAN-N-Standard. Die Time Capsule, die unterstützen das Ganze ja, die haben ja auch mehrere Antennen, ich glaube drei sind es, und die könnten dann somit dieses Potenzial des iPads und des MIMOs, des MIMOs, auch tatsächlich nutzen. Oder gegebenenfalls auch andere Router, die mit dem N-Standard, mit dem WLAN-N-Standard klarkommen und auch mehrere Antennen besitzen bzw. nutzen, die könnten tatsächlich davon auch profitieren. Das heißt also, dass mehrere Dinge gleichzeitig über das WLAN laufen können und somit aber keine Performance-Beeinträchtigung für euch bemerkbar sein. Streamen von Videos, von Musik übertragen, von Daten hochladen, runterladen, das läuft jetzt alles flüssiger, also einfach schneller in der Theorie. Jetzt werdet ihr lachen, ich würde es wirklich gerne für euch ausprobieren, aber ich habe kein Gerät, das dieses MIMO theoretisch unterstützen würde. Ich habe keine Time Capsule, ich habe keinen Router, der diese Funktion bzw. der mehrere Antennen besitzt. Von daher, schade. Vertrauen wir jetzt einfach mal auf Apple und vielleicht, wenn ich mal an solch eine Gerätekombination rankomme, werde ich das Ganze für euch nochmal testen. Aber ansonsten, tja, bin ich wohl nicht der Zielkunde für MIMO, MIMO. Schade auch. Ja, und nicht zu vergessen, der M7 ist ja auch mit dabei, wie beim iPhone 5S, der sich um die Geschichten wie Erfassung von Bewegen kümmert und so weiter. Das Thema Kamera. Schade natürlich, dass es die in Anführungszeichen alte Version geblieben ist, das heißt also 5 Megapixel mit 1080p Video, 2,4er Blende, rückwärtige Belichtung und fertig. Das heißt kein Slow-Mo, keine größere Blende, kein neues Pixelraster, nein, 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 alles weg. Es ist nur die klassische Kamera geblieben. Heißt also, man kann sich auch Tests von den vorherigen, von den Vorgängermodellen der iPads anschauen und hat dann auch sein Ergebnis. Es ist natürlich immer noch eine gute Kamera, macht immer noch gute Bilder, ist natürlich dann im Endeffekt nicht so hochauflösend wie die Kamera des iPhone 5S. Und glaubt mir, ich würde
würde euch gerne spannendere Motive zeigen, aber das Hamburger Wetter bzw. das norddeutsche Wetter gibt momentan einfach nicht mehr her. Wenn man dann mit dem iPad rausgeht, dann kann man das Teil nur noch als klatschnasses Handtuch verwenden. Und hat somit auch in etwas kritischeren Lichtsituationen nicht die Potenz oder das Potenzial, mehr aus dem Motiv herauszuholen. Und was natürlich auch fehlt, ganz klar, ist ein LED-Blitz bzw. eine LED-Leuchte. Aber die klassischen Sachen wie Autofokus und Co. sind drin, funktionieren wir mal zuverlässig aufgrund auch der Gesichtserkennung. Da gibt es nichts zu meckern. Gilt natürlich auch für die Frontkamera, für Videotelefonie, Selbstporträts und Duckface Facebook-Fotos oder irgendwelchen total kranken, aber geilen Vine-Videos oder Instagram-Geschichten reicht das natürlich vollkommen. Oder wenn man auf Konzerten anderen die Sicht versperren möchte, indem man diesen riesen Lappen nach oben hält und einfach mal drauf losfeuert. Das gibt dann beim Hintermann einen dicken Hals. Lalalalalala. Akkulaufzeit ist bei dem Teil ja auch eine schöne Sache geworden. Ihr habt vielleicht schon das aktuellste Video auf meinem Let's Play bzw. Gaming-Kanal Daddelautomat gesehen. Da will ich jetzt ja neuerdings jede Woche einen sogenannten App Store Check machen. Das heißt, was ist gerade im App Store auf den ersten drei Plätzen der Kategorien gratis gekauft und umsatzstärkste Apps. Da hatte ich dann gleichzeitig per AirPlay den Bildschirm gestreamt auf den Rechner zum Aufnehmen und mit GarageBand die Stimme aufgenommen und die Monitoring-Funktion angeschaltet, dass ich das so parallel hören kann, beziehungsweise das nächste Mal dann auch sogar per AirPlay übertragen kann auf die eigentliche Aufnahme und muss es nicht im Nachhinein synchronisieren. Das heißt also, all diese Faktoren spielten gleichzeitig sich ab und dennoch konnte das iPad durch seine Performance und durch seine ordentliche Akkuleistung diese Aufgaben bewältigen. Ihr werdet lachen, aber als ich das Ganze gestartet habe, Aufnahme pipapo und hast du nicht gesehen, war der Akku bei 84%. Und das war gestern am frühen Abend. Und heute, einen Tag später, am Vormittag, sind wir bei 76%. Und parallel natürlich auch mal wieder ein Spielchen gezockt, im Internet gesurft, Spotify wie immer zum Frühstück und zum Einschlafen angehabt, immer die Playlist rauf und runter und immer noch bei 76%. Ist das nicht toll? So viel zum Thema Akkulaufleistung. Da hat sich ordentlich was getan. Also die drei Tage konnte ich es jetzt testen und leer bekommen habe ich den Akku immer noch nicht. Also angefangen bei 100. Nicht vergessen, jetzt bin ich bei 76. Das soll was heißen. Gefällt mir. Zur Akkulaufzeit schon mal einen dicken Daumen hoch. Performance-Check? Ja, Performance-Check. Was nehmen wir dafür? Sports Car 2. Beziehungsweise auch Sports Car Challenge 2. Jetzt ist es so rum. Cool. Nehme ich hier einen Porsche 911er. Schauen wir uns die Grafikpracht an. Synchronize against them. Drive as fast as you can. Okay. Wie wird denn jetzt eigentlich gesteuert? Ach ja, wie schön. Oh, schaut mal. Dreckpartikel an der Linse. Gibt's auch eine andere Kameraeinstellung? Ja, gibt's. Bin eigentlich nicht so der Race-Fan. Ich war's früher mal. Ich habe Need for Speed hoch und runter gespielt. Bis Need for Speed 3. Danach fand ich es nur noch scheiße. This is so awesome, Arkham Origins. In-Game-Grafik. Okay. Führe einen Angriff aus. Blocken. Zwei Finger und die Block-Taste. Alles flüssig, performance-technisch super. Sogar bei zwei Charakteren. Benutze Spezialangriff. Tja, ihr werdet lachen, aber das war es eigentlich schon zum Thema iPad Air bzw. all die wichtigen Infos zum neuen iPad Air. Jetzt fehlt eigentlich nur noch mein persönliches Fazit, das wie folgt ausfallen würde. Die Rückseite bzw. die ganze Konstruktion des iPads ist wie immer glitschig. Also glitschig wie eh und je. Also eher weniger griffig, kantig. Diese, ich sag mal, geschliffenen, neu gegradeten Ecken machen das Ganze nicht unbedingt handschmeichelnder, aber natürlich optisch viel, viel, viel hübscher. Akkulaufzeit ist bombastisch, Performance ist gegenüber den Vorgängermodellen nicht merklich besser, denn der Sprung ist jetzt nicht so riesig gegenüber dem iPad 3 bzw. 4, dass man sagen würde, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt dieses Gerät, weil ich sonst nichts mehr machen kann mit einem iPad. Natürlich gegenüber dem ersten iPad, wie anfänglich zum Vergleich mal gezeigt, ist es ein riesiger Sprung. Besitzer des iPad 3 bzw. iPad 4 können sich dieses Teil eigentlich getrost sparen, es sei denn, sie stehen unbedingt darauf, einen kleineren Rahmen zu haben und ein etwa 200 Gramm leichteres Gerät, also etwa zwei Tafeln Schokolade weniger Gewicht. Und auch 64-Bit hin und her mit gerade mal 1 GB Arbeitsspeicher ist da eh nicht viel zu machen. Vielleicht gibt es ein oder zwei Kleinigkeiten, die damit adressiert werden können, auch aufgrund der Quad-Core-Grafikeinheit natürlich, die damit drauf sitzt, aber
das war es eigentlich auch. iMovie, GarageBand und Co. sind auch vorher flott auf den iPads gelaufen, denn ihr dürft nicht vergessen, auch iOS 7 und die neuen Updates der Apps, also auch teilweise Neuprogrammierungen der Apps und neuen Oberflächen, die sind auch mit daran beteiligt, dass viele Arbeitsschritte nun um einige schneller funktionieren bzw. immer noch gleich funktionieren. Kaufempfehlungen gäbe es also unter den eben genannten Punkten meinerseits nicht, aber probieren geht natürlich wie immer über Studieren. Und bevor wir mit dem Fazit hier zumachen, habe ich euch natürlich versprochen, auch mal in die neu geupdateten Apps reinzuschauen, wie Numbers, Pages, iMovie, iPhoto, Keynote und GarageBand. Ein riesen Sammelsurium an neuen und geupdateten Apps und wir fangen an mit GarageBand. Die Music Making App für das iPad. Wie immer die Songübersicht und die neue Spurenübersicht. Und ihr seht, hier sind noch die Tonspuren von der gestrigen Aufnahme. Und wenn ich immer hin und her switche, das war die lange große Spur, die ungefähr ewig lang ist. Ihr seht es hier unten an dem kleinen Scrollbalken. Wie lang das noch geht? Oh mein Gott! Tappen und einfach mal steuern, indem du das Lenkrad-Symbol verschiebst. Du kannst deine Entscheidung jederzeit im Tablettmenü oder Option rückgängig machen. Ja, das war der Harpe, also die On-Screen-Instruction bei dem Spiel. Die neue Funktion Jam Session, das heißt, es können sich nur mehrere iPads zusammenschließen und an Jam-Sessions teilnehmen und so mit den virtuellen Instrumenten ein bisschen herumjammen. Ansonsten hat sich in Anführungszeichen nicht viel getan. Nun auch die Möglichkeit, mehrere Spuren zu erstellen als bei der Vorgängerversion. Ich müsste jetzt lügen, ich habe es nicht im Kopf, aber es müssten doppelt so viele sein wie in der Vorgängerversion. iPhoto. Willkommen bei iPhoto. Diese Übersicht kommt jetzt übrigens bei allen neu geupdateten Apps von Apple, wo man nochmal kurz erklärt bekommt, was man jetzt eventuell auf die Schnelle neu machen kann, was gerade ganz cool ist oder was eigentlich auch eine völlig unnötige Funktion ist, aber dennoch als Riesen-Highlight herausgestellt wird. Naja, wir sehen, iPhoto hat jetzt ja auch diese platte iOS 7 Optik. Man hat jetzt eben die Chance, über Alben, Fotos oder auch komplette Projekte seine Fotos sich anzuschauen bzw. zu ordnen. Und ich habe hier nämlich ein Foto, wo ich auf Klo saß. Das war eigentlich eine Antwort an den lieben Maniac. Und wir sehen schon, wir können hier unten das Foto zuschneiden. Hier haben wir auch so eine schöne Begradigungsskala, die so schön klackert. Wir können hier an der Belichtung ein bisschen schrauben. Hier haben wir auch so eine Art Tonwertkorrektur, wie man sie aus Photoshop und Co. kennt. Dann können wir an den Farben ein bisschen basteln. Die allgemeine Sättigung, Blau, Grün und Farbtemperatur. Da können wir mit dem Pinsel ein bisschen hin und her schmieren. Auch diverse Funktionen sind dafür verfügbar. Aufhellen, abdunkeln, sättigen, entsäckeln, entsättigen, rote Augen und meinetwegen Pickel korrigieren. Und kann das Ganze noch ein bisschen effektieren mit Hipsterfiltern, wie man es eben gewohnt ist von diversen Apps. Das Ganze kann man speichern, sharen, falsch rum, hier, den Effekt kopieren, wo war das hier genau? Nein, den Ort nicht anschließen. Das Ganze kann man dann bereitstellen für diverse Apps, Programme, Social-Media-Plattformen und so weiter und so fort. Die Übersicht ist eine gänzlich neue, auch am Computer. Und man hat eben jetzt sein Theater. Aber im Theater sehen eben nur Filme drin, wenn man etwas erstellt hat. Und das können wir mal schnell machen, indem wir einen Trailer erstellen mit den bereits bekannten Trailer-Vorlagen. Diese Aufnahmen wurden natürlich mit einem Apple-Gerät geschossen. Jetzt kann ich hier natürlich über mein Storyboard Medien einladen von Fotos, die ich nicht habe, aber ein Schokokuchen wäre vielleicht ganz schön. Und dann kann ich hier zurückgehen und erst der Kuss, Chakalaka Production Studio, so. Das ist doch mal ein Name für ein Produktionsstudio. Chakalaka Production Studio, Movie, Theater, Filmgesellschaft. So, mein erster Kuss mit einem Hund. Und schon kommt ein wunderschöner Schokoladenkuchen und Amelie. YouTube ist prädestiniert für Random Video Production. Und das kann man hiermit wunderbar machen. Ja, und jetzt könnte ich natürlich in der Projektübersicht anschauen und könnte das jetzt in, genau, das iMovie Theater bzw. Theater rüberschieben. Und dann ist es im Theater eben für alle anderen sichtbar, die auch über iMovie dann über den iCloud-Account zugreifen. Wisst ihr, was das Witzige ist? Diese Funktion gab es in ähnlicher Art und Weise schon bei den Profi-Produkten von Apple. Damals bei Final Cut Studio. Ich glaube, Final Cut Studio 7 war es exakt, der auch diese Online-Theater-Funktion hatte, wo man eben seine Schnittversion online einstellen konnte und Kunden oder Projektpartner aus aller Welt konnten dann darauf zugreifen und live übers Internet schauen und auch mitkommentieren, was da nun geschnitten wurde und was eventuell geändert werden kann. Stellt euch vor, ihr müsst das Ganze mobil abrufen über LTE und Co. Ich meine,
mit der ganzen Volumenbegrenzung ist es doch so schon eine Riesenscheiße. So, und nachdem es dann exportiert wurde, ist es im Theater verfügbar. Kann es abrufen, auf Play klicken. Und kann mich jederzeit den Film der Shakalaka Production Studio Movie Theater Film... Ja. Und... Ach, das ist immer wieder schön. Cool, oder? Nächste Funktion, beziehungsweise nächste App wäre dann weniger kreativ, sondern jetzt mehr produktiv, Numbers, Pages und Keynote. Bestes Beispiel für eure Schulpräsentation ist natürlich immer noch Keynote. Da habe ich selbst 1000 Millionen Sachen in der Cloud. Und auch hier wird eine schöne Übersicht. Ja, ich will die Cloud verwenden. Ja, ich will eine Präsentation erstellen. Das Design ist flacher. Die Vorlagen sind eigentlich fast identisch geblieben. Kann jetzt hier eine Präsentation machen und mir das Ganze anschauen. Ich werde verrückt. Pages, das Schreibprogramm, fortfahren, ja, iCloud verwenden. Auch hier die Möglichkeit, wieder Vorlagen auszuwählen, noch und nöcher. Aber ihr dürft nicht vergessen, die Funktionen bei Pages wurden teilweise stark beschnitten. Produktive, effektive Schreiberlinge seid, nutzt nicht mehr Pages, denn dort werden euch mit Sicherheit diverse Funktionen fehlen. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen speziellen Workaround, den ich noch nicht kenne. Flach ist das Ganze geworden. iOS 7 lässt grüßen. Ich liebe die Autokorrektur. Nicht. Last but not least, Numbers, die schwieriger zu handhaben ist als Excel, meiner Meinung nach, aber viele schwören ja scheinbar drauf. Wer Tabellenkalkulationen mag oder benötigt, soll sie mit versuchen. Aber sexy ist bei dem neuen iWork-Paket natürlich, dass es nun ähnlich wie Google Drive funktioniert. Das heißt, man kann in der Cloud, in der iCloud gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Das heißt, systemübergreifend wurden die Dateiformate nun so angepasst, dass es am Rechner, im Internet und auf den mobilen Geräten nun alles passt. Sind hier ganz klar nicht die Ersten, aber es macht vieles einfacher, wenn man eben mit Apple-Geräten unterwegs ist. Tja, das war's von meiner Seite. Ich würde dann mal gucken, ob man mit dem Teil vielleicht jetzt auch Pornos schneiden kann.